Im Grunde genommen stehe ich heute Abend hier nur aus einem einzigen Grund. Die Anregung eines einzigen Siedlers. Ich schaue jetzt niemanden an, der gesagt hat, Mensch, du hast ja so viele Bücher geschrieben über Geschichte und so, mach dir mal was Geistiges über das Thema Schöpferkraft. Du sprichst so viel darüber, aber wir haben noch nichts darüber gehört. Und das war für mich so ein Startschuss zu sagen, hey, ist eigentlich eine geniale Idee, weil das ist ja auch ein Grund, warum wir alle hier sind. Das ist ein Grund nicht nur, warum wir auf der Erde sind, sondern warum wir hier sind. Weil warum sind wir auf der Erde? Um unsere Seele zu veredeln. Wie machen wir das? Darum geht es heute. Und das Thema ist deine persönliche Meisterschaft. Wie finden wir oder jeder als Individuum, das ist das Wichtige, wieder in unsere Schöpferkraft? Aber am Ende ist es doch nichts anderes, was ich mache als sonst, weil die wahren Antworten auch in der Geschichte finden wir immer nur in der geistigen Welt. Weil da oben steht alles richtig geschrieben. In Büchern kann man schreiben, was man will. Und wir wissen, der schreibt immer die Geschichte. Und heute geht es um eure persönliche Meisterschaft. So zum Start habe ich mir eine kleine Übung ausgedacht. Und zwar, macht doch mal bitte folgende kleine Übung mit mir. Schaut euch eure jetzt eurem Sitznachbarn in die Augen. Schaut eurem Sitznachbarn in die Augen und sagt ihm laut ins Gesicht, ich bin ein Genie. Macht es mal. Schaut mal eurem Sitznachbarn ins Gesicht und sagt ihm, ich bin ein Genie. Ich wette, es gab ein paar, die haben ein Problem gehabt damit, das zum Ausdruck zu bringen. Und ein paar, die haben das rausposaunt. Und ein paar, die haben es zwar gesagt, aber jetzt frage ich euch oder fragt euch selbst, diejenigen, die es gemacht haben, habt ihr es auch geglaubt? Habt ihr euch selbst geglaubt? Schaut nochmal eurem Nachbarn ins Gesicht, und zwar dem auf der anderen Seite, und sagt ihm jetzt, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin perfekt. Schaut mal eurem Nachbarn in die Augen und sagt ihm das. Ich bin gut, so wie ich bin und ich bin perfekt. Und auch hier stellt sich wieder die Frage, wer glaubt denn daran selbst? Die Gänsehaut. Und ich sage euch jetzt was. Ihr seid alle Genies. Ihr seid alle. Jeder von uns, in jedem von uns steckt ein Genie. Wir werden durch das System und die Indoktrination so klein gehalten, dass unsere wahre Größe verborgen wird. Und jetzt ist aber die Zeit, wirklich die ganze Schöpfung sich erhebt und wieder ihre wahre Größe erkennt. Und darum sind wir alle jetzt hier und heute inkarniert, dass wir das kennen. Und jeder hat einen Teil dazu beiträgt, dass wir in eine Zukunft gehen, wie sie uns alle vorstellen. Oder, wie ich es manchmal sage, werde wieder ein Pharao. Der Begriff Pharao, den gab es im alten Ägypten bis 1200 vor Christus nicht. Der erste Pharao, den es gab, waren Echnaton und Nofretete. Und sie haben gesagt, sie sind Pharaonen. Warum? Weil Pharao bedeutet übersetzt das, was du werden willst. Sie hatten sich auf die Fahne geschrieben, die Hohepriester zu entmachten, den Regierungssitz von Memphis nach Tell el-Amarna zu legen und den Menschen wieder das Wissen der Mysterien des Kosmos zu unterrichten.
Nämlich, dass jeder Mensch erkennt, das, was du werden willst. Wissen und Weisheit. Viele Menschen haben keine Angst vor ihrer Kleinheit. Sie haben Angst vor ihrer wahren Größe. Könnt ihr mir da zustimmen? Und jeder ist der Schöpfer seiner selbst. Und worum es heute geht, wir stellen uns Fragen. Die erste Frage, die wir jetzt die ersten 20 Minuten vielleicht machen, 10 Minuten, Viertelstunde, ist: Erkenne die Fallen des Systems. Zweitens, kommt raus aus eurer Opferrolle. Ich kann euch versprechen, dass jeder von uns in gewissen Situationen immer wieder in einer Art Opferrolle verfällt. Im Moment. Ich rede nicht von dauerhaft 24 Stunden. Der entscheidende Punkt ist, dass wir erkennen und ändern können. Drittens, verlasse den Kriegsschauplatz. Man kennt das, wenn man zum Beispiel mit seinem Ehepartner streitet und einen heftigen Streit hätte, dann ist es manchmal besser, für einen kurzen Moment vielleicht einen Spaziergang dazwischen zu legen. Mal rauszugehen, tief Luft zu holen, die Füße zu vertreten, um dann hinterher nochmal in aller Ruhe zu sprechen. Ihr müsst in dem Moment den Kriegsschauplatz erstmal verlassen, damit eure Emotionen oder damit uns unsere Emotionen nicht überkommen. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Und dann beginnen zu transformieren, da kommen wir heute auch zu. Und dann wirst du eine bessere Version deiner eigenen selbst. Erkennt eure wahre Größe. Lest mal den Satz und sagt mir, ob ihr mir zustimmt. Wenn ich geheilt bin, bedanke ich mich. Bin ich voller Dank. Ist das so? Wenn ich geheilt bin, bin ich voller Dankbarkeit. Ja und nein. Warum? Eigentlich sollte es heißen, wenn ich mich täglich bedanke, heile ich mich. Erkennt ihr den Unterschied? Die Menschen erwarten, für alles eine blaue Pille zu bekommen und hinterher Danke zu sagen. Das ist schön. Es ist wichtig, Danke zu sagen. Aber wenn ihr vorher Dankbarkeit lebt, wenn wir vorher Dankbarkeit leben, dann heilen wir uns selbst. Wenn ich vermögend bin, fühle ich Wohlstand. Hey, das stimmt doch wohl 100%, oder? Wenn ich vermögend bin, fühle ich Wohlstand. Allein schon das Wort wenn heißt eigentlich, dass es niemals eintreten wird. Hätte, hätte, Fahrradkette. Wie sollte es heißen? Wenn ich Wohlstand fühle, bin ich vermögend. Denn wir wissen, das Gesetz der hermetischen Prinzipien sagt klar, glasklar, innerer Reichtum bedeutet äußerer Reichtum. Genau. Wenn ihr inneren Reichtum habt, könnt ihr keinen äußeren Mangel erleben. Die Welt ist so gestrickt, dass ihr einen Mangel fühlt. Aber gibt es einen wirklichen Mangel auf dieser Erde? Existiert er oder ist es eine Illusion? Was meint ihr? Es ist eine Illusion. Es gibt keinen Mangel. Es gibt wieder zu viele Menschen auf der Erde. Schaut mal, wie groß Paraguay ist, wie viele wenig Menschen hier leben. Beste Beispiel. Es gibt genug Münzen, genug Geld auf der Welt. Wir haben nur ein Verteilungsproblem. Es gibt genug Nahrung auf der Welt. Wir haben nur ein Verteilungsproblem. Der Mangel ist künstlich erschaffen, damit wir im Mangel leben. Und dann haben wir äußerer Mangel gleich innerer Mangel. Ich bin nicht gut so, wie ich bin. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen genau das fühlen, gerade in Europa. Ich bin nicht gut so, wie ich bin. Und dann kommst du zum Psychologen, der euch dann wieder in das System eingliedert. Dafür ist er da.
Er ist nicht da, euch zu einem Schöpfer zu machen. Er ist nicht da, um euch in eure innere Mitte zu bringen und eure wahre Größe zu erkennen. Er ist da, um euch in ein System wieder einzugliedern, dass ihr als Lemming weiter funktioniert und wenig hinterfragt. Das ist die Aufgabe eines Psychologen oder eines Psychiaters. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt wunderbare Menschen auch dort. Aber so ist das Grundkonstrukt, das hinten dran steht. Die Falle. Und jetzt kommen wir zur ersten Frage, wenn ihr etwas erfahrt, wenn ihr etwas fühlt, ihr euch stellen dürft. Nämlich, gehört das zu mir? Oder ist es von außen installiert? Ist es ein Teil meiner selbst? Und dann darf sich jeder fragen, kann ich es ändern? Können wir die Situation ändern, wenn wir über die Politiker uns ärgern oder über den C-Virus oder über irgendwas anderes, außer dass wir uns aufregen? Können wir es ändern, persönlich? Diese kollektive Situation? Nein. Das können wir nicht ändern. Das ist von außen. Ihr macht es aber zu euch selbst und verankert es in eurem Herzen. Und dann wird es ein Teil von euch. Ist es aber nicht. Das heißt, es ist immer wichtig zu fassen. Ist es ein Teil meiner selbst? Ist es was, was mich persönlich triggert in meiner Seele, in meinem Sein? Oder ist es etwas, das von außen künstlich erschaffen wurde? Darum geht es. Ja? Sind es wirklich meine eigenen Ängste oder sind die, die mir stipuliert werden? Sind es meine Ängste? Und da gibt es einen schönen Spruch. Leute, ich sage nichts Neues. Ich wiederhole nur Altes. Ihr wisst es alles eigentlich heute. Den Spruch kennt auch jeder, den ich jetzt zitiere. Dennoch sollten wir ihn einfach nochmal lesen. Lieber Schöpfer, gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das ist meistens mich selbst. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das ist im Prinzip eine einfache Bauernregel. Und dann fangen wir an, schon mal über viel weniger aufzudenken im Leben, glaube ich. Und sagen einfach, es ist, wie es ist, wie es ist. Ich ziehe meine persönliche Konsequenz daraus, ohne in den Hass zu gehen oder in die Opferrolle zu verfallen. Das passiert ganz viel. Wie alle anderen sind doch immer schuld. Das kennen wir alle zu gut. Und dann fangen wir an, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wie das System arbeitet, zeige ich euch jetzt. Schaut euch bitte diese Bilder an. Und lasst sie kurz auf euch wirken. Schaut sie an. Für 20 Sekunden. Welches Gefühl entsteht in euch? Was fühlt ihr, wenn ihr das seht? Und jetzt zeige ich euch eine weitere Folie und dann sagt ihr mir, was ihr jetzt fühlt. So was wie hier. Erkennt ihr den Unterschied? Was macht es jetzt mit euch? Wie fühlt ihr euch? Das ist künstlich erzeugt. Das ist, um euch in einem Leid zu halten, in der Angst zu halten, in der Opferrolle zu halten. Und das sollte die wahre Botschaft sein. Das gilt nicht nur für Religion oder Glaube, das gilt für alle Lebensprinzipien schlechthin. Es ist nur ein Beispiel, okay? Mir gefällt sowas viel besser. Aber das sind kleine, subtile Hebel im System, die bewusst gesteuert werden. Jetzt erkläre ich euch mal ein kleines Spiel, das mal gemacht worden ist. Ihr alle kennt das. Ihr alle habt schon mal von den Hexen von Salem gehört oder Salem in den USA. Da gibt es ja zig Kinofilme und Filme drüber und über diese Dämonen und Hexen und was weiß ich. So. Jetzt stellt euch mal folgendes Planspiel vor. Wir machen ein Planspiel. Ich sage euch jetzt, ich gebe jedem von euch einen Zettel in die Hand. Den sieht kein anderer, das müsst ihr geheim halten. Und auf dem Zettel steht, ob ihr in diesem Spiel eine Hexe seid oder nicht. Und dann kommt die Aufgabe im Kollektiv.
Jetzt sage ich dann, jetzt bildet ihr Gruppen. Ihr bildet Gruppen durch Fragen. Unterhaltet euch mit den anderen an eurem Tisch, ohne dass er verrät, was auf seinem Zettel steht. Und findet raus, an wem Hexe draufsteht. Und dann bildet ihr Gruppen. Und das Ziel ist es, Gruppen zu bilden. Und es gewinnt die Gruppe, bei der keine Hexe dabei ist. Also bildet Tische, bildet Gruppen, in der möglichst keiner dabei ist. Dieses Planspiel hat man oft durchgeführt. Ratet mal mit welchem Ergebnis. Spaltung pur. Ärger, Zwist, Streit, schlechte Stimmung. Und nur Tische, wo ganz wenig Leute immer saßen, weil jeder Angst hatte, dass irgendwo eine Hexe mit am Tisch sitzt. Und am Ende hat der, der das Planspiel erfunden hat, gesagt, auf keinem einzigen Zettel stand Hexe. Es war nur ein Test. Und so simpel spaltet man Menschen, so simpel spaltet man das Volk. Das ist der Böse. Schaut her. Und alle schließen ihn aus. Das könnte der sein. Und das ist genau das, was im System mit kleinen und mit großen Gemeinschaften gut gemacht wird. Auch kein Mensch, ganz ehrlich. Ja, spürt in euch rein. Ihr erfahrt, ihr wisst doch intuitiv schon, wer zu euch passt, welcher Mensch euch wohlgesonnen ist oder nicht. Wenn wir wieder, das ist die Voraussetzung, an unsere Intuition anknüpfen, da kommen wir später zu. So. Und deswegen sind immer die anderen schuld. Das Schöne daran ist, das macht richtig Spaß für viele, weil, Punkt eins, ich gebe die Verantwortung ab. Der größte Befreiungsschlag erstmal. Ich muss keine Rechenschaft ablegen, sondern die anderen. Ich habe keinen Fehler gemacht. Die anderen oder die Gesellschaft schuldeten mir etwas. Diese Haltung entsteht dadurch. Ich verdiene es, unterstützt zu werden. Alle müssen für mich da sein, weil ich bin das Opfer. Und andere sollten bitte mal mehr Rücksicht auf meine Gefühle nehmen. Habt ihr mal beobachtet, dass die Menschen meistens, die von sich sagen, oh, da verletzt meine Gefühle enorm, meistens diejenigen sind, die sie bei anderen ständig verletzen? Beobachtet das mal, es ist wirklich so. Dann muss man sich mal fragen, was habe ich mit mir zu klären? Aber das Problem ist, was macht es mit mir langfristig? Es erzeugt Wut, Angst, Missgunst, Neid, Verlustangst, Hass, Krankheit, schlechten Schlaf und Stimmung auch in der eigenen Familie. Das entsteht genau dadurch. Und jetzt ist die Frage, was erzeugt es in diesem Menschen in der Zukunft? Wird es dadurch besser? Nein. Hermann Hesse hat mal so einen schönen Spruch gebracht. Wenn du einen Menschen hasst, dann hasst du einen Teil von dir. Denn was nicht Teil von uns ist, kann uns nicht beunruhigen. Und jetzt versteht ihr auch, warum es Menschen gibt, wenn einer am Tisch eben eine Aussage trifft, fünf Leute völlig entspannt bleiben und der eine dreht fast durch innerlich. Der schwitzt auf einmal. Nicht sagen, es wird entspannt. Er geht damit in Resonanz, weil es vielleicht ein Teil von ihm ist. Es ist nicht immer alles so, aber es ist schon mal ein Wesenskern, ein wichtiger Wesenskern, den wir immer beachten sollten. Wenn es etwas in mir Negatives erzeugt, muss ich mich fragen, ob ich es auch in mir trage, in einem gewissen Grad. Sonst würde es mich nicht beunruhigen. Man könnte den Spruch aber auch umdrehen. Man könnte sagen, wenn du einen Menschen liebst, dann liebst du in einen Teil von dir. Denn wenn es nicht ein Teil von uns wäre,
dann könnten wir nicht lieben. Oder? Seid ihr der festen Überzeugung, dass sich eine gesunde Liebe zu einem anderen Menschen, einer Gemeinschaft oder was auch immer entwickeln kann, wenn ich mich selbst nicht liebe? Glaube nicht. Und deswegen, als man mich vor, oh Gott, ich erinnere mich noch dran, Gott hab ihn selig, als Götz Witten eben noch gelebt hat, ist an Krebs gestorben vor wenigen Monaten, hat er mich in dem Interview gefragt, es ist ungefähr ein Jahr her, Hans-Peter, was hast du für eine abschließende Botschaft nochmal für unsere Zuschauer? Und habe ich nur gemeint, Götz, die Regierungen sollten statt Masken Besen verschreiben, damit wir alle wieder lernen, vor unserer eigenen Haustür zu kehren. Wenn wir alle bei uns selbst anfangen, dann bilden wir eine Gemeinschaft, in der alle glücklich sind. Ihr hockt an einem Tisch. Und an diesem Tisch pokert ihr mit anderen Leuten. Sagen wir mal, es sind 6 Leute am Tisch. Und ihr merkt, 2 davon, die geben sich unterm Tisch heimlich Zeichen. Die bescheißen ohne Ende. Die betrügen euch. So. Und jetzt spielen wir mal ganz kurz durch. Was habt ihr für Möglichkeiten? Wie könntet ihr reagieren? Möglichkeit 1 ist, ihr zwei, ihr Scheißen, schaut her. Die geben sich Zeichen unter dem Tisch. Was würde passieren? Erstens, garantiert würden sie leugnen. Davon kann man mal ausgehen. Dann würden sie mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, schmeißt den mal raus, der hat sie nicht mehr alle. Was auch immer. Auf jeden Fall geht ihr vom Tisch auf und ärgert euch. Das können wir festhalten. Okay, zweite Möglichkeit. Ihr sagt nichts. Ihr nehmt hin, dass ihr um Geld betrogen worden seid, geht einfach weg. Und ich wette, ihr ärgert euch auch, weil ihr habt ja Geld verloren und seid beschissen worden. Und ihr habt es noch nicht mal zum Ausdruck bringen können. Ich finde beide Situationen nicht sonderlich befriedigend. Und jetzt kommen wir zum dritten. Jetzt stellt euch mal vor, diese 2 Leute, wie alle anderen am Tisch, haben ein weißes Blatt Papier auf ihrem Tisch. Und zwar so liegen, dass jeder sehen kann. Jeder. Und auf diesem Blatt steht alles drauf, was du jemals getan hast. Alles. Und dann schaut ihr euch das Blatt von diesen beiden Betrügern an, werft so einen Blick rüber, denkt, alter Schwede, die haben ein Problem. Fucking Karma. Dann schaut ihr euch euren Zettel an und denkt, geht mir es gut. Also hoffe ich doch. Also wer auf einer schleichenden Keller hat, aber geht mal davon aus, dass ihr alle eine weiße Weste habt in dem Planspiel jetzt. Das heißt, ihr geht gedanklich mit der Situation völlig anders um. In dem Moment wisst ihr ganz genau, die werden, weil dieser weiße Zettel, das ist eure Eintrittspforte, wenn ihr mal ablebt, das ist das, was ihr einlösen müsst, das ist euer Ticket. Und dann schaut ihr den Zettel an und sagt, okay, das ist jetzt denen ihr Problem. Die werden irgendwann mal ein richtiges Problem kriegen mit ihrem Karma. Ja, das will ich nicht haben. Dann schaut ihr euer Blatt an und denkt, wow, geht mir das gut. Hey, euch noch einen schönen Tag, macht's gut. Versucht's mal aus der Perspektive zu betrachten. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn ihr jetzt noch sagt, diese sagen wir 5.000 Euro, die ihr dort verloren habt, weil die betrogen haben, ihr jetzt sagt, ich geb's von Herzen. Ist denen ihr Karma? Ich war an dem Spiel beteiligt, ich habe mich darauf eingelassen, ich bin die Gefahr eingegangen, betrogen zu werden. Jetzt ist es denen ihr Karma und ihr gebt es in Liebe weg, kommt es vierfach zu euch zurück. In irgendeiner anderen Form. Das funktioniert, ich sag's euch, wirklich, ich habe es schon gemacht, mehrfach. Und manchmal sogar mehr als vierfach. Es funktioniert wirklich.
Weil ein Schöpfer manifestiert. Es funktioniert. Der strafende Gott, das sind wieder diese Systemdinger. Leute, das ist eine Lüge. Punkt. Gott ist gut und ist es nicht gut, ist es nicht Gott. Das ist eine Lüge des Alten Testaments. Gott ist Liebe. Der Schöpfer ist Liebe. Das Universum ist Liebe. Man hat uns aber den freien Willen gegeben. Der freie Wille entscheidet, wie wir unseren Willen nutzen. Das ist unser Handwerkszeug. Und ich habe meine alte Schrift ausgepackt, ungefähr 5000 vor Christus geschrieben worden, im alten Babylon. Darum achtet darauf, welche Last ihr auf euch ladet. Denn nicht Götter befinden und richten im Jenseits, vielmehr richtet ein jeder selbst durch die Art des Bündels, das er für sich schnürt. Mich sind jene, die mit leichtem Gepäck den Fortgang der Wanderung antreten. Um nichts anderes geht. Welche Last trage ich auf meinen Schultern? Ich habe mal in meinem Buch ein Kapitel gehabt und habe eine Meditation darüber bei YouTube veröffentlicht, über die 12 Portale zum Königreich. Und das erste Portal habe ich benannt, das ist das wichtigste Portal von allen, durch das jeder gehen muss, und zugleich das schwierigste. Deswegen ist es das erste. Das lautet Vergebung. Schlicht und ergreifend. Wisst ihr, wie schwer uns das oft fällt, uns zu entschuldigen? Es tut mir leid, verzeih mir, ich liebe dich. Vergeben, und das ist auch wichtig, aber liebe Leute, egal was euch widerfahren ist, heißt nicht versöhnen. Ihr müsst nicht mit demjenigen, der euch etwas angetan hat, zu Abend essen. Aber vergeben ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt in eine Richtung zu kommen. Grundlegend. Weil, und das ist das Entscheidende, ihr vergebt oder ihr bittet um Vergebung und es macht aber nicht den anderen erstmal, es macht euch frei. Das ist wichtig. Ihr befreit euch selbst dadurch. Das ist der entscheidende Punkt. Und wie schön ist es, glaubt ihr, ihr wisst, ihr braucht es nicht glauben, ihr wisst es. Wie viele Menschen sind nicht in der Lage, ihr Verhalten zu reflektieren und sich dafür zu entschuldigen? Es sind unendlich viele. Sie sind halt noch nicht so weit. Punkt. Ganz ohne Wertung jetzt erstmal. Warum nicht einfach, auch wenn ich nicht schuld bin, die Schuldfrage mal zur Seite gestellt, zu ihm gehen? Ich habe das hier auch schon ein paar Mal getestet, aber aus Herzen getan, dass ich einfach da auf denjenigen zugehe, obwohl ich es gar nicht war, und sage, verzeih mir, es tut mir leid, ich liebe dich so, wie du bist. Entweder guckt ihr euch so verstört an, darf ich dich umarmen, kommt am besten noch dazu. Entweder guckt ihr euch so verstört an, dass ihr die Welt nicht mehr versteht. Oder es erzeugt in ihm wirklich eine Emotion. Vielleicht entstehen ein paar Tränen, aber es ist Reinigung. Für beide. Zumindest für den, der es ausspricht. Und es befreit euch selbst. Und auch wenn ihr nicht derjenige seid, der die Wege geleitet hat, trotzdem schafft es Klärung und Befreiung. Und ihr helft dem anderen, der es nicht kann, vielleicht damit besser umzugehen in der Zukunft, weil ihr dann mit Beispiel vorangeht. Ich schließe mich da nicht aus. Das fällt einem nicht immer einfach, ich weiß das. Ja? Das ist das Irdische, in dem wir halt sind. Ja? So. Jetzt schauen wir uns mal an, wir haben gesehen, was es bringt, wenn ihr anderen Leuten die Schuld gibt und in der Opferrolle seid. Jetzt schauen wir uns mal an, was bringt es mir tatsächlich, wenn ich die andere Richtung einschlage und vergebe. Erstens, ich habe eine selbst schnellere persönliche Heilung. Ich habe ein längeres Leben. Habe viel positivere Zukunftsaussichten, weil mein Fokus danach ausgerichtet ist. Habe größere Glücksgefühle. Befreit von Depressionen, man wird erfolgreicher, es erhöht die Intelligenz,
Und das Wichtigste ist für mich immer, den Seelenfrieden zu finden. Und man startet eigentlich schon heute sein neues Leben. Klingt doch alles viel besser als das vorher genannte in der anderen Folie, oder? Kann man mal drüber nachdenken. Aber die Frage ist ja jetzt immer, die daraus entsteht, ja, es klingt alles theoretisch gut, klingt auch schlüssig, aber hilft mir doch mal jemand so ein bisschen mit ein paar Gehhilfen da rauszukommen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, aus der Spirale zu kommen? Was gibt es für Handwerkszeuge? Und da werden wir auch zwei, drei kleine heute noch ansprechen oder Übungen machen, okay? So. Das erste ist erstmal ein ganz dummer, aber hochintelligenter Spruch. Werde dir deines Bewusstseins bewusst. Versteht das jeder? Werde dir deines Bewusstseins bewusst. Was bedeutet das? Und wie werde ich das? Wird dann die nächste Frage. Das Dumme ist, dass der moderne, ich habe es mal genannt, der Homo Dissonanz, ja, von seinem wahren Wesen meist abgespalten ist. Er leidet, wie es Carl Gustav Jung äußerte und treffend formulierte, an einem sogenannten Mentizid, also der Tötung des eigenen Geistes. Das ist die Phase der Erde, in der wir gerade leben, im Kollektiv oft. Vielen Bereichen. Wir sind Schöpferwesen. Als solches sind wir in der Lage zu erschaffen und etwas zu kreieren. Und da sagt Carl Gustav Jung ganz klar, Leute, bringt wieder Ordnung in euren Geist. Und zwar lebt so, sagt er, dass andere inspiriert werden, es euch gleich zu tun. Viele schreien immer nach einem Messias und einem Erlöser. Ich kann keiner die Verantwortung abnehmen. Das kann keiner. Das gibt ihr euch nur selbst. Und selbst wenn es einen gibt, der auch jetzt wieder kommen würde, ein Christus, der Christus, dann kann er euch sagen, wie es geht. Er kann euch sagen, wie er gesagt hat, tut es mir nach und tut noch Größeres. Er kann ein Vorbild sein, ein Ideal, aber kein Idol. Kein Pfarrer, kein Geistlicher, kein Psychologe kann euch die Verantwortung abnehmen. Das könnt ihr nur selbst. Wir können euch helfen, als Gehhilfe, in den richtigen Pfad zu kommen, eurer persönlichen Meisterschaft. Aber den Weg gehen muss jeder alleine. Den Weg gehen wir alle. Nur so können wir unsere Seele retten. Joe Dispenza hat dazu gesagt, wenn unser Bewusstsein und unsere Gedanken ständig das Produkt aus unseren vergangenen Erfahrungen darstellen. Wir kommen langsam näher. Und dann programmieren wir genau das für unsere Zukunft, nämlich meist basierend auf Leid. Die Menschen erzählen immer, was ihnen alles so passiert ist im Leben und in der Vergangenheit. Und darauf baut ihre Essenz auf. Und dann kann genau nur das in der Zukunft erzeugt werden. Hat euer Bewusstsein für die Zukunft zu erweitern und dadurch Neues, anderes, Besseres, Schöneres und Liebevolleres zu kreieren. Was war, das war. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Wir verfallen immer wieder gerne in so, ja, da ist mir das passiert und da ist mir das passiert und da war blöd zu mir und da war das. Deswegen bin ich jetzt hier in meiner Depression. Ja, das kann man machen. Aber ihr, jeder von uns, mich eingeschlossen, alle Schöpferwesen, sind der Gestalter eurer eigenen Wahrheit, eurer Wirklichkeit. Im Prinzip der Mentalität, um nochmal die hermetischen Prinzipien anzusprechen, steht das All, nicht das All des Weltall, sondern das All eins. Okay? Ist Denken und Fühlen. Das Universum ist mental. Es bedeutet nichts anderes, als dass alle sichtbare Materie einem Gedanken zugrunde liegt, einer Energie, die sich manifestiert hat. Die Menschen erschaffen nicht immer das, was sie sich wünschen, sondern was sie erwarten.
Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Völlig unterschiedlich. Da kommen wir der Sache schon näher. In der Bibel steht am Anfang war das Wort. Und ich sage euch, das ist falsch übersetzt. Das stimmt nicht. Denn in der original griechischen Version steht, am Anfang war der Logos. Logos ist nicht das Wort. Logos ist was? Der Gedanke, der Geist, der kreiert. Okay? Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ich habe die Folie heute Morgen noch reingenommen. Ich hatte ein interessantes Gespräch mit einem Freund von mir aus Deutschland. Und der schlägt ziemlich hoch. Inklusive Frau und Kinder. Und die können das richtig gut. Und dann hatten sie ein Video sich angeguckt auf YT. Und da wurde gesagt, am Anfang war Gott, am Anfang war der Schöpfer. Die guckt ihren Papa an und sagt, Papa, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich fühle, dass am Anfang die Liebe war. Die Liebe. Die Liebe ist der Schöpfer. Und nichts anderes. Im Griechischen heißt das Ganze Agape. Es gibt Eros, die Philia und Agape. Können wir mal drüber den ganzen Abend sinnieren. Da kommen wir genau zu dem Punkt. Geist über Materie. Okay? Also, Dr. Bruce Grayson von der Universität in Virginia, der hat herausgefunden und sagt, wenn unsere Gehirne Gefühle und Wahrnehmungen erzeugen, dann könnte es kein Bewusstsein geben, während das Gehirn offline ist. Logisch. Immer Hirntod und sowas, ne? Wenn man zig Nahtoderlebnisse oder außerkörperliche Erfahrungen, wo schon Hirntote wieder zurückgeholt werden, die alles beschreiben können, was passiert ist. Es muss also ein denkendes und fühlendes etwas geben, das man Geist, Seele oder sonst wie bezeichnet, welches getrennt vom Gehirn existiert. Das Gehirn, so hat es auch Carl Gustav Jung beschrieben, ist im Prinzip nur eines, ein Übersetzer für die vielen Impulse, die um uns herum sind. Es ist ein Filter. Und nichts anderes, ein Übersetzer. Die klassische Wissenschaft kommt aber nur bis zum Radio. Das nenne ich die materialistische Wissenschaft. Das heißt, wenn jetzt die Forschung ein Lied hört, das aus Radio kommt, versuchen die herauszufinden, okay, wo kommt das her? Jetzt erlegen die das Radio und alle Einzelteile, um herauszufinden, wo kommt die Musik her. Dann denken sie irgendwann die Membran, ein paar Transistoren und denken, das ist der Ursprung. Das muss der Ursprung sein. Da hören sie aber auf. Das wahre Ich liegt in unserer Seele und unserem Geist. Das Problem ist aber, dass die sogenannte deterministische, also die materialistische Welt, in der wir leben, nur 3% alles Seins ausmacht. Überlegt euch das mal. Wir waren mal vor Tausenden von Jahren in der Lage, mehr Sinnesorgane zu besitzen als die Augen, die Ohren, die Nase. Was haben wir noch? Okay. Wir konnten viel mehr wahrnehmen. Und das ist in diesem dunklen Zeitalter von uns genommen worden. Die meisten nehmen nur noch 3% dessen wahr, was um sie herum ist. Das, was sie greifen und fühlen können und wollen nicht verstehen, dass es mehr gibt. Wir gehen aber jetzt gerade in eine Zeit, wo ich sagen muss, dass sehr, sehr viele Menschen wieder anfangen, viel feinfühliger zu werden. Wo Menschen, die 50 Jahre nichts gespürt haben, auf einmal anfangen, Gänsehaut zu bekommen in gewissen Situationen. Eingebungen, Visionen, Bilder auf einmal. Und dann, und da gibt es doch wohl noch mehr. Das ist ganz interessant. Und das passiert jetzt gerade. Jetzt und nicht vor 20 Jahren. Jetzt passiert das alles gerade. Und ich sage euch eins, das ist erst der Anfang des ganzen Spaßes, den wir kriegen. Weil ich sage es nochmal. Ich habe es heute schon mal gesagt. Wir gehen nicht in eine neue goldene Zeit. Falsch.
Ja, aber die Mayas und die Inder, ja, Kali Yuga, Vajra Yuga, Dwapara Yuga, bronzenes, silbernes, goldenes Zeitalter, alles richtig. Für die Vergangenheit. Die Welt war schon immer zyklisch aufgebaut. 25.920 Jahre platonisches Erdjahr. Hoch und runter. So. Wir gehen in keinen neuen Zyklus. Das ist das Interessante. Wir gehen in einen absoluten Bewusstseinsaufstieg der Erde von 3D auf 5D jetzt die nächsten Jahre. Und damit wird die ganze Schöpfung angehoben. Und zwar für immer. Wir gehen ins absolute Grande Finale. Hammer, was gerade passiert. Und das, was jetzt anfangen, Menschen zu spüren, wird sich in wenigen Jahren exponentieren. Bin ich ganz fest überzeugt. So. Was heißt Schöpfer? Schöpfer heißt aus etwas schöpfen. Und wenn ich aus etwas schöpfe, dann ist doch schon was da. Das heißt ja auch Schöpflöffel. Und aus dem würde ich nicht essen können, wenn die Suppe nicht schon auf dem Tisch steht. Ihr schöpft aus etwas, was schon in euch ist, was um euch herum ist. Ihr müsst euch dessen nur begeben. Die Gottessubstanz, können wir sie auch nennen, so nennen es die Inder, durchdringt alles. Und hier haben wir ein Bild der sieben Chakren. Okay? So. Verbinden. Ich habe zwei Beispiele jetzt hier und wir können eine kleine Übung machen. So. Gibt vielleicht ein paar von euch, die haben schon so ein bisschen Übung und Meditation. Wir können mal kurz Folgendes machen für 30 Sekunden. Wer mitmachen will, ist alles freiwillig. Nur der, der mitmachen will. Schließt eure Augen und sagt vor eurem geistigen Auge, im Bewusstsein meines höchsten Selbst bitte ich jetzt um die kollektive Anbindung. Und eine Hand legt ihr bitte, bitte auf das Herz und eine Hand auf die Stirn. Schließt eure Augen für 30 Sekunden. Wer will, darf noch 2 Stunden drinbleiben. Wer mag, kann die Augen wieder öffnen. Wer hat was vernommen für sich? Wer hat was gespürt? Sind einige dabei? Ihr habt eine Verbindung geschaffen, eine kleine Brücke zwischen eurem Herzen und eurem Verstand. Bei mir mag ich zum Beispiel oftmals Reaktionen, so wie jetzt, wo ich ganz stark, da mag ich, dass mein Kronenchakra aufgeht. Komplett wie 10.000 Ameisen auf dem Kopf haben. Das fängt an und schießt hoch und dann krabbeln die alle über den Kopf. Dabei sind die gar nicht da. Und so hat jeder andere Dinge, die ihr empfängt. Das ist eine kleine Übung, die ihr immer wieder überall machen könnt für euch. Einfach mal vielleicht einmal tief einatmen durch die Nase, durch den Mund aus und Pranayama 2, 3 Mal und dann diese kleine Übung. Das Zweite, was ihr machen könnt, ist fast die gleiche Übung, aber es kommt oft zu unterschiedlichen Resultaten. Das ist das Interessante. Macht das Gleiche bitte nochmal, aber eine Hand geht nicht zum Herzen, sondern sie geht zum Solarplexus. Könnt ihr einmal tief einatmen. Eine Hand aufs Solarplexus. Eine auf die Stirn. Binden und vorstellen wir einen Energiefluss im Solarplexus zu eurem Gehirnlauf, zu eurem dritten Auge und sich verbindet.
Der Markt darf wieder raus. Mal tief durchatmen. Wo ist der Unterschied zwischen einer Verbindung zur geistigen Welt mit dem Herzen und mit dem Solarplexus? Gibt es einen Unterschied? Ja. Ein Mensch, der Negatives in sich trägt oder Böses oder schlechte Gedanken hat, wird bei der Verbindung Herz, drittes Auge nichts spüren können. Weil das Herz erlaubt es nicht. Der Solarplexus hingegen ist noch kraftvoller. Das Sonnengeflecht. Warum? Wenn ihr in der Liebe seid, habt ihr noch mehr Kraft, die strömt, weil auf dem Weg wird das Herz auch passiert. Aber das Problem ist, wenn ihr negativ drauf seid, richtig schwer, könnt ihr das auch verstärken. Das heißt, das Solarplexus kann in beide Richtungen laufen. Das Herz nicht. Das heißt, mit dem Solarplexus geht man nur in die Meditation, wenn man wirklich sicher ist, in der Liebe zu sein und mit guten Gedanken vorzugehen. Okay, ansonsten nutzt immer das Herz und nicht den Solarplexus. Das sind jetzt ganz einfache Übungen, die man in den Alltag einbauen kann. Wirklich ganz simple Übungen. Ich will es nämlich nicht so komplex machen im Moment. Gerade für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so kennen. Sondern einfach mal immer wieder diese Übung wiederholen, in sich reinspüren, eins, zweimal atmen, diese Verbindung machen. Und ihr werdet merken, mit etwas Übung, nach wenigen Tagen und Wochen wird sich auch ein Ergebnis einstellen. Ihr werdet definitiv anfangen, Dinge zu spüren. Ihr müsst es nur zulassen. Und wenn wir das und das verbinden, dann haben wir was? Das tiefste Wissen, das jemals existiert hat, über eure Intuition. Dann wisst ihr, dass ihr nicht mehr falsch liegen könnt. Und jetzt schauen wir uns mal eine Denkaufgabe an als nächstes. Werden, ist ein schwieriger Satz, lest man ruhig dreimal durch. Werden meine Erfahrungen aufgrund meiner Überzeugungen gemacht oder werden meine Überzeugungen aufgrund meiner Erfahrungen gemacht? Jetzt kann sich jeder überlegen, ihr müsst nicht äußern, ist der erste Teil des Satzes für euch stimmig oder der zweite? Was ist richtig? Werden meine Erfahrungen aufgrund meiner Überzeugungen gemacht? Oder werden meine Überzeugungen aufgrund meiner Erfahrungen gemacht? Ich kann euch beantworten, dass wahrscheinlich ein großer Teil der Menschheit sich in der zweiten Phase befindet. Im zweiten Satz. Es passiert irgendein Müll und dann reagiere ich erst. Dann reiße ich das Ruder rum und warte, bis das nächste Dilemma passiert und dann fange ich wieder an zu reagieren. Arbeitet so ein Schöpfer? Wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, dass unsere Erfahrungen aufgrund unserer Überzeugungen gemacht werden, dann bin ich Schöpfer. Dann kreiere ich mir meine Zukunft selbst und damit auch das, was mir zustößt, das, was mir widerfährt, das, was mir passiert. Dann gestalte ich mein Leben. Alles andere ist Reaktion. Gucken, was passiert, und dann schauen wir mal. Das ist reiner Kopf. Er führt aber meistens nicht zum Erfolg. Oder nur bedingt. Oder eher zum Leid. Weil das System ist auf Leid ausgelegt. Für uns. Auf Mangel. Da erfahren wir auch genau das, weil wir Opfer des Systems sind. Geist ist Materie. Wirklich. Der Typ 2, wie gesagt, spricht ein sehr niedriges Bewusstsein an, das nur die Überlebensinstinkte im Prinzip anspricht. Im Kollektiv. Und es gibt jetzt immer mal die Typisierungen. Es gibt dort Carl Gustav Jung Typisierungen. Er hat es sehr gut gemacht. Er hat gesagt, Typ 1 ist, die Welt steckt voller Gefahren. So habe ich den Typ genannt. Er hat es nur umschrieben. Das ist der Typ, der besitzt Abhängigkeit von Angst, ist emotional gesteuert, entwickelt Hass, Misstrauen, Sympathie. Er unterbindet jede Art von Logik und gesunden Menschenverstand. Ich gehe davon aus, dass davon hier kein einziger sitzt. Okay? Ja. Zwei. So ist das Leben nun mal. Da haben wir schon ein paar mehr Leute, die so sind, generell da draußen in der Welt. Nämlich, er ist von Leid gesteuert. Er fühlt sich bestätigt, indem er seine Bedürfnisse und Unsicherheiten auf andere projiziert.
Und das ist das Problem. Er schafft einen Spiegel. Er trägt die Unvermeidlichkeit des Leides in sich. Das ist die klassische Opferrolle. Okay, Typ 3. Die Forschung hat gezeigt, ey, die Typen, die mag ich besonders gut. Ja, er hängt nur von Belegen ab. Die sind total kopflastige Leute, reine Denker und damit auch oft sehr streitsüchtig. Das sind die Dogmatiker der Gegenwart. Ja, wo steht's geschrieben? Wer hat das gesagt? Wo sind die Beweise? Ja, genau. Er ist nur so oben. Nur so oben. Er wird nicht glücklich damit. Und hier ist er, alles wendet sich zum guten Typen. Bei ihm findet man beabsichtigte Überzeugungsmuster, die er selbst erzeugt hat, weil seine Regeln sind wirklich bewusst erzeugt und ständig veränderbar. Das ist wichtig. Es wird ja immer so ein bisschen als negativ angesehen, wenn ich jetzt so einen blöden Spruch bringe, ey, jetzt interessiert mich, was ich gestern geplappert habe. Gut, weiß ich es besser. Wir können doch dazu stehen, dass wir alle dazu sind zu lernen. Man darf doch seine Meinung mal ändern. Dazu lernen. Wenn ich mir meine Bücher angucke, die ich vor 5 Jahren geschrieben habe, und sie heute nochmal schreiben würde, würde ich sie anders schreiben. Und das ist normal. Bei meinem Buch, Wenn das Jesus wüsste, habe ich eine neue Auflage vor einem halben Jahr rausgebracht, weil ich viele Dinge als überholt ansehe. Das ist aber die Entwicklung. Das ist wichtig, dass Dinge auch veränderbar sein dürfen, weil wir alle in einem Prozess sind. Ich frage euch nicht, welcher Typ ihr seid. Das interessiert mich nicht. Das ist unwichtig. Und es ist auch unwichtig, was war. Was war, war. Und wenn ich sage, ja, von mir war schon so ein bisschen Typ 2 und 3 drin, dann habt ihr es heute schon geschafft, die Challenge. Ihr habt es geschafft, weil ihr ehrlich zu euch seid. Aber geil, das ist Vergangenheit. Das war. Ich frage also nicht, welcher Typ ihr seid, sondern ich frage euch, welcher wollt ihr sein. Das ist entscheidend. Wo wollt ihr hin? Änderung. Das ist alles. Wollt ihr Typ 1, 2, 3 oder 4 sein? Die Erfahrung ist immer die Vergangenheit. Immer. Die Erfahrung ist eine Erfahrung und sie bleibt, was es ist, eine Erfahrung. Und sie ist nicht rückgängig zu machen, außer ihr habt ein Zeitportal. Lasst sie hinter euch. Meistens tut es weh. Oder? Der vierte Typ, alles wendet sich zum Guten, der trägt nun mal das Schöpferbewusstsein in sich. Er ist in der Lage, Erfahrungen zu gewinnen, aber daraus, und das ist entscheidend, neue Überzeugungen zu kreieren. Liebe heißt auch, den Dingen manchmal Raum zu geben, auch sich selbst gegenüber, neue Sichtweisen einzunehmen und sich seines unbegrenzten Ursprungs ist zu sein. Ich nenne das auch, das ist mir so eingefallen, das Überzeugungssystem der Götter, habe ich es genannt. Ja, das ist ein wahrer Schöpfer. Was er tut, glaubt, um zu erfahren. Und damit kreiert und manifestiert er. Was mir auch so die Woche eingefallen ist, wir haben ja auch 2 Kinder. Und egal wie hoch du schwingst und egal wie oft du meditierst und egal wie toll du alles kannst, manchmal hast du einfach die Schnauze voll. Das ist so. Es menschelt überall und wir haben auch Nerven. Und unsere Kinder überreizen uns auch manchmal und du platzt der Kragen. Das ist völlig menschlich und das ist normal und das ist nicht falsch. Es ist nicht falsch. Es ist nur die Frage, wie gehe ich mit dir um? Wem ist es schon mal passiert? Kann du hören. Da können wir ehrlich sein, dass er sein Kind unberechtigt angepackt hat. Oder seinen Partner wegen mir auch, der keine Kinder hat. Wem nicht? Aber wie gehe ich damit um? Meine Frau, die jetzt nicht hier ist, kann ich nur sagen, die hat das als allererstes vorgemacht und ich fand das so phänomenal. Die ist zu unseren Kindern, hat gesagt, pass mal auf, tut mir leid, verzeih mir, ich liebe dich. Ihr sollt wissen, dass Mama und Papa auch nicht perfekt sind. Ihr sollt wissen, dass wir Fehler haben. Ihr sollt es wissen. Wir sind nicht unfehlbar, wir sind keine Götter.
Kinder vergöttern ihre Eltern, das ist normal. Und das Problem ist, Kinder ziehen die Schuld immer auf sich. Die denken, sie sind an allem schuld. Auch wenn Eltern sich trennen, denken die immer, ich bin schuld. Bringen wir also unseren Kindern genau das Gegenteil bei, zu sagen, wir sind auch nicht unfehlbar. Und ich habe einen Fehler gemacht und das tut mir unendlich leid. Und ja, Mama und Papa, kann das in Zukunft auch wieder passieren. Vielleicht nochmal, aber dann entschuldige ich mich auch wieder bei dir. Und ihr werdet sehen, was das mit den Kindern macht. Ihr glauben die Tränen, ich sag's euch. Wenn die anfangen, das euch nachzumachen. Das ist so ein wunderschönes Erlebnis, das kann man sich nicht vorstellen. Aber den Mut, die Größe zu sein und zu sagen, nicht nur ich habe einen Fehler gemacht, sondern bitte verzeih mir, ich liebe dich und ich darf auch Fehler machen. Ich bin nicht perfekt. Das darfst du auch sehen. Das ist so eine ganz andere Verhandlungsbasis. Das macht das Leben so viel leichter. Anstatt die Dinge manchmal einfach nur zu sagen, ah, das vergessen die schon wieder, totschweigen. Nein, jeder Knick im Papier ist ein Knick in eurem Herzen. Wie gehen wir einfach mit Situationen um? Das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht das Ziel, ein Erleuchteter zu sein und wie ein Buddha nach 24 Stunden Noten zu gammeln. Nee, wollen wir nicht. Es geht um die Momente des Lebens, wenn ich in Konfliktsituationen bin. Ihr werdet niemals auf der Yogamatte erleuchtet werden. Niemals. Guckt euch doch die Yogakurse an. Die meckern genauso wie ihr Nachbarn, wenn sie aus dem Kurs rausgehen, wie bevor sie reingegangen sind. Und wahre Transformation erlebt ihr wo? In Konfliktsituationen. Dann, wenn ihr in dem Moment, wenn ich in dem Moment erkenne, ich verfalle ich wieder mein altes Verhaltensmuster. Verdammt nochmal. Und ihr merkt, stopp. Jetzt mache ich es anders. Es gelingt euch vielleicht auf Anhieb am Anfang noch nicht immer. Es geht auch mir so. Aber ja, immer mehr und immer öfter. Wir haben eine ganz andere Basis irgendwann. Der Weg ist das Ziel. Es sind Momente, auf die es ankommt. Deswegen achtet auf eure Gedanken. Immer. Warum? Auch wieder einen alten Text aus dem alten Babylon habe ich euch mal rausgeholt. Das sind so mehr Teilschriften. Den fand ich sehr schön. Ich zitiere euch. Es sind die Gedanken, Bilder, welche hinüberreichen. Hinüber. Die Bilder, die ihr schickt, jeder von uns, werden gesehen. Sie sind Gebete. Jedes Wort ist ein Gebet, es erschafft eine Realität. Denn das Jenseitswesen sehen die Bilder der Gedanken der Menschen. Gute Gedanken rufen Gutes herbei, böse Gedanken aber Böses. Wesen sind die Kraft des Jenseits. Wesen mit Namen und Willen und Eigenpersonen, fast wie Menschen sind. Gutes gibt es und Böse da. Wesen des Lichts und Wesen der Finsternis. Wie ihr denkt, das ist wichtig, wie ihr denkt und also seid. Denken macht uns aus, der Geist. So ruft ihr Gemetze, Mächte herbei. Euch daher vor bösen Gedanken oder gar bösen Taten. So ein Spruch von Atiata aus dem alten Babylon fand ich sehr, sehr schön. Oder aus dem Io-Ishtar, auch sehr, sehr alt aus dem alten Babylon. Wer das Böse nicht denkt und das Böse nicht fühlt, dann tut es auch nicht. Punkt. Und er ist auch sicher vor dem Bösen. Wo Licht ist, kann Schatten Licht ergreifen. Geht nicht. Wer hat schon mal was von Zarathustra gehört? Es gab nicht einen, es gab sieben. Dieses Symbol kennt ihr eigentlich zum Teil, weil den Ring, den ihr hier in der Hand haltet, den Ring der Treue, ist der Grund, warum wir alle heute das an der Hand haben. War der Ursprung des Eherings, des Symbols, der bekannten Geschichte. Diese drei Federreihen stehen für gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Das sind die drei Prinzipien der Trinität des Zoroastrismus von Zarathustra.
Diese drei Federn hier unten stehen für schlechte Gedanken, schlechte Worte, schlechte Taten. Das ist der Blick in die positive Zukunft und zurück in die Vergangenheit, die Negatives erschafft. Die Hand gerichtet nach oben, immer in die Zukunft und in das Licht. Und das ist ein sehr schönes Symbol, weil es sagt euch im Prinzip immer nur eins: gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Braucht es mehr Gesetze auf der ganzen Welt eigentlich? Ich finde nicht. Es wird schon reichen. Brauchst du kein STGB, BGB und was weiß ich alles für uns, ja? Wenn sich jeder dran halten würde, oh, da kommt man noch hin. Oder wie Goethe gesagt hat: die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht los. Leute, die kamen nicht einfach so zu dem. Die Geister, die ich rief. Vor kurzem einen Beitrag gemacht, könnt ihr euch mal anschauen bei YouTube. Augustbotschaft 2023 über Licht und Finsternis. Und da geht es auch um sogenannte Egregoren, metaphysische Geistwesen, die wir selbst erschaffen durch unsere Gedanken- und Gefühlswelt. Welche wollt ihr um euch herum haben? Das ist sehr interessant. Also, aber wir alle haben nun mal auch schlechte Erfahrungen gemacht. Es ist so. Aber wie gehe ich damit um? Da sind mir zwei Sachen eingefallen. Gesegnet sind die, die viele Erfahrungen durchmachen, denn sie werden durch Freud und Leid, Freud und Leid, nicht nur Freud, vollkommen werden. Es gehört dazu. Wir leben, und das müssen wir lernen zu akzeptieren, wir dürfen es wieder lernen, wir leben noch in der Welt der Dualität und Polarität. Das ist die Spielregel, das ist das Monopolfeld, auf dem wir sind. Es ist die Aufgabe für uns, die Dunkelheit zu akzeptieren. Respektiert sie, sie ist da. Aber nehmt sie nicht an. Die Dunkelheit zu bekämpfen macht keinen Sinn. Das ist ein Kampf. Sie werden sein wie Engel Gottes am Himmel und sie werden nimmer sterben, noch werden sie geboren werden. Denn Tod und Geburt haben keine Herrschaft mehr über sie. Oder? Das Freudige und das Leid tragen beide etwas Positives in sich, nämlich die Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Wem geht es nicht mal? Ganz kurz Hand hoch, da dürfen wir ruhig offen sein. Jawohl. Wer hat schon mal eine Erfahrung gemacht, die er in diesem Moment, in dem es geschehen ist, es als extrem negativ empfunden hat und Jahre später rückblickend sagt, gut, das ist passiert ist. Seht ihr? Ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich draus? Und wäre das nicht passiert, was passiert ist, wären wir alle heute nicht hier. Ist, wie es ist. Also, und dann kann sich jeder fragen, wenn negative Erlebnisse sind, hinterfragt es euch, was will es mir sagen? Das alte Glaubensmuster, an dem ich festgehalten habe. Ja. Festgefahrene Haltungen. Etwas zu lange festhalten, weil der Mensch mag keine Veränderung oftmals. Und oftmals können neue Türen nur dann aufgehen, wenn alte geschlossen werden. Dass ihr bewiesen habt, dass ihr alte Türen geschlossen habt, ist wahr. Die hier sitzen. Schlechte Gefühle. Opferrolle. Falsche Überzeugungen. Habt ihr den falschen Pfad eingeschlagen? Auch eine wichtige Frage, die man sich stellen kann. Und was ist mein Seelenplan? Wer kennt seinen Seelenplan von euch? Wer würde gerne wissen? Okay. Ich gebe euch vielleicht einen kleinen Hinweis, der euch näher bringen kann. Ein Hinweis, nur eine Gehhilfe, okay? Ich werde es nicht lösen, wenn es will, aber ein Hinweis. So. Ihr habt 86.400 Euro in der Hosentasche. Okay. Große Hosentasche. Und es kommt jemand und stiehlt euch 10 Euro. Was macht ihr?
Ihr habt 86.400 Euro und es werden euch 10 Euro gestohlen. Ärgert ihr euch darüber? Ganz ehrlich. Sie meinen so eigentlich, dass es sich nicht lohnt, sich darüber zu ärgern den ganzen Tag? Kann man festhalten? Machen wir es fix, okay? Der Tag hat 86.400 Sekunden. Warum ärgert ihr euch dann, wenn euch einer 10 Sekunden vom Tag vermisst? Ja, manchmal genauso. Das ist dann die Frage. Der Tag hat 86.400 Sekunden. Da kommt da einer her und prügelt mich an für 10 Sekunden. Was ist das jetzt wert? Wegen diesen 10 Sekunden sich den Tag zu versauen und in einem negativen Gefühlsmuster zu verharren? Ich sage nicht, dass es uns jedem immer gelingt. Aber das ist so ein Moment, wenn es passiert, wo ich sagen kann, denk an die 86.400. Lohnt es sich? Okay, dann werdet ihr merken, wenn ihr reflektiert, und das ist genau das, was ich sage, wenn ich sage, werdet ihr deines Bewusstseins bewusst, weil dann macht ihr es. Dann habt ihr Transformationsarbeit geleistet, und zwar geniale, richtig gute. Weil ihr euch gewahr werdet, euch selbst. Okay. Höher denken und fühlen ist immer die Lösung, als es die Situation zulässt, in dem Moment. Weil eigentlich müsste man diese Arroganze, ich benutze mal bewusst diesen blöden Begriff, diese arrogante Haltung einnehmen, zu sagen, wenn da einer daherkommt, der extrem niedrig schwingt und meint, mir blöd zu kommen, und ich will gar nicht runterziehen, muss ich eigentlich innerlich nur denken, weißt du was, komm du doch zu mir hoch auf meine Schwingung, ich komme nicht zu dir runter. Habt ihr Selbstbewusstsein? Weil damit kann er nicht umgehen. Dann kriegt es euch auf einmal nicht mehr. Weil ihr schwingt höher. Jeder gute Wunsch, den der Mensch hegt, ist Gottes Wunsch und besteht ein unbegrenzter Vorrat der universellen Geistessubstanz um uns herum, damit jedem Wunsch Genüge getan werden kann. Es ist auf allem alles da. Jeder Wunsch der Welt kann erfüllt werden. Wünschen ist immer möglich. Und auch die Manifestation. Wir brauchen nichts anderes zu tun, als anwenden lernen, was die Schöpfung, Gott oder wie auch immer ihr es nennt, für euch oder für uns erschaffen hat. Ja, anders. Ich nehme, es ist tatsächlich so. Es ist sein Wille. Es ist eigentlich der Wille der Schöpfung. Es ist der Wille der Schöpfung, dass wir es tun, damit wir frei werden. Das ist der Sinn, warum wir hier sind. Dann sind wir begreift von jeder Begrenzung und leben alle im Überfluss. Alle. Es ist nicht das Ziel, dass wir alle Technik und alles abschaffen, was wir haben, dass wir alle wieder in der Steinzeit leben und alle gleich glücklich sind. Nein, wir dürfen ruhig den Fortschritt der Zeit nutzen, aber es soll allen Menschen zugänglich sein. Ob es freie Energie ist oder sonst was. Das Erkennen unseres freien Willens ist die Grundvoraussetzung für die Kontrolle des Bewusstseins. Und diese Fähigkeit wird leider kaum gefördert. Warum auch? Welches System will denn einen willensstarken Menschen? Bei Kindern nennen wir das heute ADHS. Ist so. Man will es nicht. Eigenwilligkeit klingt immer so negativ, wenn man es hört. Ne? Das Wort erstmal so. So haben wir das gelernt. Eigenwilligkeit wird gerne mit fehlender Integrationsfähigkeit verdreht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir haben nichts miteinander zu tun. Aber so wird es in unseren Köpfen verdreht. Fehlende Integrationsfähigkeit heißt auch asozial. Asozial ist niemand, der kein Geld hat. Muss wohl gelernt haben, der ist asozial. Nein, im Gegenteil. Die da oben sind, das sind die Asozialen. Weil die sind nämlich nicht gesellschaftsfähig für die Masse. Es ist eine völlige Spiegelung, die da stattfindet. Eine 180-Grad-Verdrehung. Unser Wille kann in fünf Kategorien unterteilt werden. Und die möchte ich kurz euch zeigen. Erstens, das ist der instinktive Typ. Mit dem Wort Geist könnt ihr schon mal gar nichts anfangen. Getrieben ist er durch klassische Induktrinierung der Angst. Bei ihm geht alles nur ums nackte Überleben, die Grundbedürfnisse. Und diese Bedürfnisse müssen befriedigt sein. Essen, Fernsehen, Fußball, Trinken, Saufen, Sex. Ich weiß mal, was das ist. Ja,
Verbal einfach, aber es ist, wie es ist, wie es ist. Er ist auch sehr ich-bezogen. Bei diesem Typ besteht leider wenig Hoffnung, denn er lehnt jede Art von geistigem Vollends ab. Der zweite Typ ist der Emotionale. Achtung, bitte unterscheidet zwischen Gefühlen und Emotionen. Gefühle sind richtig, Gefühle sind natürlich. Emotionen ist das, was uns überkommt, dessen wir nicht Herr werden. Okay? Weinen, Lachen, das sind Gefühle. Weinen ist wichtig, es reinigt, es befreit. Wenn uns die Emotionen überkommen, sind wir nicht mehr Herr unserer selbst. Das wollen wir nicht. Wir wollen unseres Bewusstseins bewusst sein. Er ist getrieben durch Begehren, Abneigungen, Süchte, Gewohnheiten. Es geht immer darum, ob man sich gut fühlt oder nicht. Es geht immer ums Gefühl. Wie fühle ich mich? Rund um die Uhr. Es gibt eine Gefühlslage. Ja? Er sehnt sich nach Vergebung und sein Thema sind Liebe und Hass und Schmerz. Das ist der Fingernägelkauer auch manchmal, ja? So, oder der sich dann mit, naja, ein Stück Schokolade, vielleicht der Tafel tröstet, ja? Er verschließt seine Schöpferkraft aber auch. Kampf gegen die nach innen gerichteten, fehlgerichteten Kräfte. Er kämpft gegen sich selbst. Wer könnte das Problem lösen? Wenn man sagt, wenn ein Fingernägelkauer vor einem ist, werde dir gewahr, werde dir bewusst. Wenn du Fingernägel kaust, werde dir bewusst, dass du kaust. Und dann fängst du an, kau, kau nicht, kau, kau nicht, kau, kau nicht. Das ist ganz einfach im Grunde genommen. Und dann fängt man an, den Geist zu trainieren. Und irgendwann machen sie es nicht mehr. Automatisch. Also sie lernen es. Das führt sogar hier zu einem Umdenkprozess. Frei. Das ist der moralische, das ist der, den ich den Dogmatiker bezeichne. Der hat moralische Vorschriften, indoktrinierte Lehrmeinungen und Überzeugungen, die leiten ihn. Es geht immer um Selbstbeherrschung, Kritik, Lob oder Strafe. Das ist der mit dem Finger. Der typisch Deutsche oft, ne, so, mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich muss die anderen jetzt erziehen. Ja, du machst auf dein, nee. Es geht immer um Recht oder Unrecht. Es geht immer darum, dass er sich nach der Toleranz als Ziel sehnt, aber der falschen Toleranz, nämlich seiner. Das ist der Schwarz-Weiß-Typ, habe ich ihn genannt. Aber ihr wisst, Liebe heißt, ich habe es schon mal erwähnt, den Dingen Raum zu geben. Und wenn wir das auf uns zuströmend als Erfahrung annehmen, dann lernen wir auch zu transformieren. Und erst dann bekommen wir unseren freien Willen zurück. Holt ihn euch. Ihr habt ihn, der gehört euch. Und der vierte ist der selbstbestimmte Typ. Da kommt man der Sachlage jetzt schon näher. Lerne zuerst schwimmen. Was meine ich damit? Wie will ich andere vom Ertrinken retten, wenn ich selbst nicht schwimmen kann? Wenn ein Blinder einen Blinden führt, führt es beide in die Grube. So ist das nun mal. Ihnen ist alles eine Herausforderung, erfüllt einen Zweck und hat ein Ziel. Er schmiedet Pläne, will aber auch für sein Bestreben ein Stück weit bewundert werden. Er sehnt sich als Ziel nach persönlicher Verantwortung und ehrlicher Selbsterforschung. Er strebt nach Selbstverwirklichung, sollte jedoch Acht geben, dass seine Handlungen nicht zur reinen Selbstverwirklichung dienen, also immer so ein bisschen auch das Kollektiv im Auge halten für andere Menschen. Dann ist alles gut. Das ist ein Top-Typ. Ein richtig geiler Typ. Und er kreiert nämlich bereits. Er fängt an, wirklich zu schöpfen. Er manifestiert erfolgreich. Er kann wirklich Liebe empfangen und geben, da er sich auch selbst lieben kann. Das ist ein Schöpferwesen. Aber es gibt noch einen. Transzendente. Für ihn ist Weisheit und Mitgefühl wichtig. Er möchte ständig Dinge in Gang setzen und sich selbst verbessern. Er hat wenig selbstsüchtige Interessen und sein Streben ist das Studium, die Weisheit, das Wissen sowie die Kraft der Intuition. Das, ihr Lieben, ist das unzerstörbare Wesen. Man kann es nicht anders formulieren. Das in voller Absicht persönliche Wirklichkeiten erzeugen und verändern kann. Also eine Mischung aus Typ 4 und 5 wäre schon eine gute Nummer, ne? Eine Mischung aus dem Selbstbestimmten und dem Transzendenten. Dann läuft doch alles rund.
Aber viele hängen halt noch in der Schleife Typ 1, 2 und 3. Ihr seht die Frage oben, ihr könnt es euch kurz selbst stellen. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst gemacht. Ihr müsst drauf gucken, wo stufe ich mich ein, wo möchte ich hin, wie fühle ich mich, wie nehme ich mich wahr. Und jemand Abend mal sagen, mein Partner fragt, hey, wo stufst du mich ein? Das ist eine gefährliche Frage. Und gucken, wo ihr euch selbst seht. Lustiger Abend. Ja. Noch was. Auch immer interessant. Das Thema Erwartungen. Wir erwarten manchmal immer etwas. Erwartungen, das klingt jetzt echt hart erstmal. Erwartungen machen uns schwach und müde. Kostet uns Energie und Kraft. Warum? Erwartungen an unsere Mitmenschen schwächen uns. Erwach, warum siehst du es nicht? Reflektier doch mal. Wenn wir uns stärken wollen, kommt es auf uns selbst und unser Gottvertrauen an. Wenn wir diese Erwartungen loslassen, wird die Beziehung stärker. Ich tue meinem Nachbarn einen kleinen Gefallen und er bedankt sich nicht. Ich mal Danke sagen können. Echt eine Frechheit. Vielleicht war es wirklich nur ein Versehen, er hat es sagen wollen, dann hat es vergessen, aber euch triggert es in dem Moment. Das war eure Erwartung in diesem Moment, dass das geschieht. Das ist halt nicht passiert. Ja? Oder er tut jemandem irgendeinen Gefallen und es kommt nicht die Reaktion, die ihr euch erwartet habt. Ja, die kann ja auch nicht kommen, weil der kann ja in euren Kopf nicht reinblicken. Er weiß ja gar nicht, was ihr wollt. Deswegen sind Erwartungen nicht immer die beste Lösung. Und wenn dann mal was kommt, was Schönes kommt, alle so denken, dann habt ihr jetzt schöne Überraschungen fürs Leben. Und oftmals sogar schöner, als man denkt. Oder in Momenten, in denen man sie nicht erwartet. Noch toller. Ja. Ihr habt schon mal was von der Huna-Lehre gehört? Hono, Pono, Pono. Nicht Popo, Pono. Die Huna-Lehre. Ja, einfach nur Huna. In der Huna-Lehre gibt es genau, ich habe das mal studiert ein bisschen, das sind Prinzipien. Okay? So, der positiven Haltung. Und wenn wir diese sieben Prinzipien uns anschauen und ich mir dann die sieben hermetischen Prinzipien von Hermes Trismegistos anschaue, one to one, nur anders ausgedrückt. Es ist alles da im Wissen, überall in jeder Kultur. Es nennt sich nur anders. Und in der Huna-Lehre sagt man klipp und klar, egal was ist, immer diese drei Sätze. Ich liebe dich, verzeih mir und danke. Und wenn es um Vergebungsrituale geht, tut mir leid, verzeih mir, ich liebe dich. Ihr glaubt gar nicht, wenn das Menschen miteinander machen, was das manchmal auslösen kann. Was da auf einmal Emotionen, Gefühle hochkommen, Tränen fließen. Also, wir haben das schon mehrfach gemacht mit verschiedenen Leuten und ich muss sagen, es hat immer eine wunderschöne Wirkung erzielt. Und es wurde jedes Mal immer auch etwas gelöst. Es wurde etwas gelöst, etwas Karmisches oder eine Bindung oder Heilung in altes Erfahrenes aus diesem Leben gebracht. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, das mal zu machen. Ich habe dafür das komplette Ritual, dass ihr abends sprechen könnt und machen könnt mit Freunden am Tisch. Wer das haben will, kann mich gerne mal ansprechen. Dem schicke ich das Dokument rüber. Ja, so ein kleines Gebet, das ist so lang, wo man dann alte karmische Belastungen auflöst und das gemeinsam mit Freunden macht oder mit der Familie vor allen Dingen. Und meistens erlebt man da wirklich wunderschöne Dinge. Und das bringt Heilung. Das bringt wirklich Heilung. Und vor allen Dingen, wenn da mal oben wieder irgendeiner hockt im Block C oder unten in deinem Haus, der euch nervt oder der ein bisschen blöd wird zu euch. Ich liebe dich. Bitte verzeih mir. Danke. Nicht, ihr müsst doch nicht mehr aussprechen. Denkt's und schickt's ihm. Mir heilt's was. Muss ich immer alles so
offiziell sein. Könnt neuer Grippe rein, gehen und im Bett liegen abends, mal einschlafen oder am Pool liegen oder wo auch immer und denken, hey, ich schicke dir mir jetzt einfach mal ein Ich liebe dich, bitte verzeih mir oder ein Danke. Einfach energetisch schicken, das funktioniert. Um das nochmal zu offenbaren, aus dem Thomas-Evangelium, Logion 24,3, in dem steht, es existiert Licht im Inneren eines Lichtmenschen und er erleuchtet die ganze Welt. Überlegt euch das mal, was da steht. Jeder Einzelne trägt den Gottesfunken und die Schöpferkraft in sich und kann die ganze Welt erhellen. Man sagt es uns nur nicht. Und wenn er nicht leuchtet, dann ist Finsternis. Und jetzt wisst ihr auch, warum man nicht will, dass wir leuchten. Die andere Seite hat dann Spaß an uns. Die zieht uns die Energie ab. Ja? Was heißt die Botschaft noch? Finsternis kann nur dahin, wo kein Licht ist. Wo also Licht ist, kann was nicht hin. Okay. Das ist, was wir unseren Kindern auch beibringen. Öffnet euer Herz, eine Riesensonne, die strahlt. Ja? Strahlt Liebe, sendet es aus. Ja? Und dann seid ihr unverwundbar. Dann seid ihr Lichtkrieger. Wenn Sie das glauben, im jungen Alter, mit jungen Jahren, kommt ihr früh manifestiert und da wird ganz Großes aus Ihnen werden. Bin ich ganz fest überzeugt. Da werden irgendwann unsere Kinder, ich sag's euch, unsere Lehrer werden. Wie geil ist das denn? Ich krieg grad Gänsehaut, stimmt. Wir haben teilweise schon 12-Strang-DNA drin heute. So, jetzt haben wir mal zu fragen, was ist denn ein Erleuchteter? Sitzt der so wie der da den ganzen Tag rum? Also kriegen wir das verklickert. Das ist so der rum. 24 Stunden Tibet, Himalaya und Co. Ist das so? Kann nicht auch der hier, die Familie oder die Frau hier ein Erleuchteter sein? Und es geht einfach nur darum, dass ein Erleuchteter genau jemand ist, der das, was wir alles schon besprochen haben, so nach und nach abklappert, für sich täglich bis mit ein bisschen Übung. Also, der Schöpfer, der Nicht-Schöpfer, der lebt in diesen 3%, die wir heute erwähnt haben, in der deterministischen Welt und hält daran fest. Er definiert seine Realität aus dem Gelernten. Der Schöpfer, der erschafft zielgerichtete, konzentrierte Aufmerksamkeit. Er lenkt seinen Fokus auf das, was in der Zukunft in der Gegenwart wird. Wer der die 3% hat, da legt der andere seinen Fokus auf das morphogenetische Feld. Er schöpft aus dem Erinnerungsfeld. Der lebt in der Vergangenheit. Er hier, der ist bereit für Neues. Für sich. Er nutzt die linke Gehirnhälfte und bewegt sich meist in den gleichen Mustern. Er hier hat ein freies Denken und schöpft aus dem Nullpunkt, den 97%. Überlegt mal, was für eine Steigerung das ist, von 3 auf 97%. Ja. Ist ja das 30-fache. Er hat einen Vergangenheitsfokus, wie erwähnt. Er hat den Zukunftsfokus. Er stellt sich vor und er erschafft. Ich habe ein Beispiel aus meinem Kurs für Manifestation. In meinem Kurs für Manifestation habe ich ein Beispiel, wie er erfolgreich manifestiert und Glaubensmuster neue erzeugt. Carlos geht ins Restaurant. Carlos sagt der Bestellung: ein Rapotito Pollo con Verdura, ein Cerveza sin Alcohol und ein Espresso. So, und dann sitzt du da, da kommt ein Espresso. Da kommt dann Cerveza sin Alcohol und irgendwann kommt dann Rapidito, richtig? Okay. Jetzt frage ich dich. Nach der ersten Bestellung gehst du hin und rufst den Kellner noch 12 Mal, ob er auch die Bestellung richtig verstanden hat?
Und in die Küche und guckt, ob das Hühnchen auch frisch ist vielleicht, wo es herkommt, wer hat es geschlachtet, ist der Kaffee auch heiß genug, ich kontrolliere die Maschine, ob da vielleicht Schimmel dran ist, und mein Bier, was für ein Bier habt ihr denn? Ah, es ist schon abgelaufen, in das Haltbarkeitsdatum, und, und. Und auch alle ihre Hände gewaschen da drin, die mit dem Polio arbeiten. Machst du dir darüber Gedanken? Nein! Was machst du? Du bestellst. Wie oft? Einer. Ende. Und lass mich raten, du bist im völligen Vertrauen, dass genau das kommt, was du bestellt hast, richtig? Und nichts anderes tun wir beim Manifestieren. Wenn ihr im festen Glauben seid, in hundertprozentiger Überzeugung, läuft das Ding wieder im Restaurant ab. Vertrauen, Glaube, Bestellung. Das gilt auch für alles, was euch selbst betrifft. Wenn ihr es erwartet, dann kommt es auch. Und manchmal, wenn es dann doch nicht so kommt, hat es vielleicht einen Grund, wo ihr mal nachdenken kann, warum es dann doch anders kommt. Dann gibt es vielleicht wirklich einen Grund. Aber es überhäuft es normalerweise. Ja? Nochmal. 3% ist Materie. Und 97% ist Nullpunktfeld. Und unsere Blaupause, was das ist, kommen wir gleich zu, sind in den 97% und nicht in den 3%. Die 3% ist das, was wir an verdichteter Materie, an verdichteter Energie als Endprodukt wahrnehmen, unserer Wirklichkeit. Ich nenne es mal Wirklichkeit, nicht anders, nicht Wahrheit. Und jetzt kommt eine interessante Botschaft, das wissen vielleicht die wenigsten von euch. Sagen wir mal, es gibt eine Blaupause von euch, von jedem. Das heißt, das ist so, ich nenne es mal einfach als Begriff für den Seelenplan. Eure Blaupause, euer Seelenplan. Aber es gibt zwei Blaupausen. Das ist der Punkt. Eine Blaupause, sagen wir mal die linke, das ist jeder einzelne von euch. Seine persönliche Blaupause. Was ist die rechts? Das ist die von Gott. Das ist die des Schöpfers. Das ist die des Alleins, des Universums, des Nullpunktfelds. Nennt es, wie ihr wollt. Jeder hat einen anderen Begriff dafür. Und was wäre jetzt das Ziel? Möglichst viele Schnittpunkte zu finden, oder? Die Schöpfung hat universelle Gesetze erschaffen. Wenn wir die nicht beachten, tut es weh. Die Blaupause der Schöpfung, der Spielplan, der da ist, aber der da oben, nicht der vom System. Wenn wir unsere Blaupause ein bisschen in Richtung bringen im Irdischen, weil die Blaupause ist in Resonanz, wenn wir sie leben. Das ist das Ziel. Wenn ihr eure Blaupause lebt, nähert ihr euch der Blaupause der Schöpfung, der Urquelle des All-Eins. Und je näher man es aneinander bringt, dann heißt, oh, letzte Inkarnation, tschüss. Aber ein Erleuchteter, ein Moksha oder was auch immer zu sein, auch Erben, was unser Ziel ist, denkt dran, wir inkarnieren bis zu 500 Mal mit dem gleichen Auftrag auf Erden, durchgehen viele Erfahrungen. Und am Ende, wenn es heißt, aufstehen, ob auf die Venus, die Plejaden, keine Ahnung, ist das dann Fakt? Nein. Es gibt unzählige Seelen, die tatsächlich beschließen, in diesem Moment, wo sie gehen dürfen, zu sagen, die da unten sind noch nicht so weit. Ich glaube, ich helfe denen noch ein bisschen. Ich komme mal wieder runter. Und da gibt es ganz viele von. Das sind die Remokshas. Sehr spannend. Das heißt, das sind dann Menschen, die wieder kommen, obwohl sie schon mal erleuchtet waren. Auch du hast sogar zweimal in den letzten 20, 30, 200.000 Jahren wiederkommen. Weil sie sagen, die brauchen Wissen, die brauchen Weisheit, die brauchen Liebe.
Und ich möchte denen zeigen, was es ist, weil ich habe es schon mal erfahren. Und darüber dankbar darum sein, dass es solche Wesenheiten, Entitäten in Form von Menschen gibt. Wichtig ist, dass wir unsere Blaupause anpassen. Und dann ist es der Moment, wo man sagt, der Heilige Geist fährt in dich, der Geist, der angepasst ist an das Schöpfersystem. Weil die Taube stand schon immer für inneren Frieden und den inneren Geist. Für Botschaften wird ja auch als Botschafter benutzt, Brieftauben, und steht für die Liebe. Ja? Und jetzt kommen wir nochmal dazu, die Sprache des Herzens. Ich habe gesagt, wichtig ist, wenn wir hier abgleichen, dann erschaffen wir etwa den Abgleich zwischen Verstand und Herz. Das ist das, was wir Intention nennen. Und das ist das tiefste Wissen, das ihr jemals erwerben könnt. Und wenn ihr auf eure Intuition hört, erkennt, ihr wisst es alle. Ich bin ja nicht vom Bauchgefühl gehört. Ihr kennt es alle. Und je öfter ihr das übt, desto sicherer werdet ihr und ihr könnt eurer Intuition zu 100% vertrauen. Aber da braucht ihr diese Verbindung. Einstein sagte, es ist die Sprache des Herzens. Fand ich sehr schön. Und es geht darüber hinaus, was der Verstand erfassen kann. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Geist öffnen für die 97%. Das entscheidet aber jeder für sich persönlich. Rückschläge. Wie gehen wir mit Rückschlägen um? Ne? Das ist genau das. Und auch wieder dann bitte die Frage, wenn ich einen Rückschlag habe und es ist ein Muster erkennbar irgendwann, warum habe ich denn den? Alte Verhaltensmuster, alte Glaubensmuster, falscher Pfad, Blaupause. Was darf ich daraus lernen? Wir wissen nochmal, die Liebe und das Leid tragen beide eine Möglichkeit der positiven Entwicklung in sich. Beides. Bei dem einen geht es durch die Liebe, bei dem anderen durchs Leid. Es ist nun mal so. Aber das war auch eure seelische Entscheidung. Von jedem Einzelnen. Dann gibt es noch einen Spruch, den kennen wir aus den kirchlichen Bereichen, mit dem habe ich da als Kind nichts anfangen können. Den klären wir jetzt auf. Habt ihr alle in irgendeinem Film oder in irgendeiner Bewegung schon mal den Spruch gehört, Gottes Wege sind unergründlich? Das ist wieder eine Lüge mehr. Nein, sind sie nicht. Sie sind alle ergründlich. Weil alles folgt einer Ordnung. Gott ist Ordnung, nicht das Chaos. Diese Kraft, diese Schöpferkraft, das ist die Botschaft, das ist wichtig für euch zu wissen. Ihr könnt, Gottes Wege sind unergründlich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Spruch kennen wir. Die Schöpferkraft, Gott, das Universum, das Allseins, der Äther, der Nullpunktfeld, kann nur durch den wirken. Nur durch den wirken, der es annimmt. Nur dann kann sie es offenbaren. Es kann euch jemand noch so viel Liebe schenken. Wenn ihr sie nicht annimmt, könnt ihr sie nicht fühlen. Es geht nicht. Zulassen. Nur dann kann sie wirken. Und das ist das, was man Glaube nennt. Vertrauen. In das, was kommt. Also nochmal, Intuition. Kommt dieses Gefühl, das ich hatte, dieses Glaubensmuster von außen, oder ist es wirklich mein Glaubensmuster? Ist es mir stipuliert worden? Wenn es von außen kommt, weiß ich, zack, weg. Ist nicht ich, bin nicht ich, ist nicht mein, ist kein Teil von mir. Das ist ganz wichtig. Bin nicht ich. Schule, Wissenschaft, Universität, Kirche, Staat, Gesellschaft. Das sind die Indoktrinierungsstätten. Und dieser Gedanke durch eigene persönliche Filter verfälscht. Und wenn ihr das alles durch habt, und dann könnt ihr dann mal überlegen, okay, da bleibt jetzt noch ein Rest Unsicherheit, ob das stimmt. Ihr habt ein erstes Filtersystem. Und dann gehen wir weiter. Nochmal, was bringt jede Unsicherheit zum Schweigen, die wir haben? Was ist das letzte Quäntchen Unsicherheit, wenn wir Unsicherheit haben? Das letzte Quäntchen. Was ist es, das uns Gewissheit gibt?
Der Glaube, der feste Glaube, das feste Vertrauen, nur das wird zur Manifestation und dass es durch uns fließt. Nichts anderes. Wie gesagt, nennt es, wie ihr wollt. Nennt es Gottes Substanz, Gott, Nullpunktfeld, Äther, Urquelle, Schöpfer, durch uns fließende Kraft, ja, oder schwache Kernkraft, Z-Bosonen wird es in der Physik genannt, ja. Es gibt tausend Begriffe dafür. Nur wenn das durch uns angenommen wird und fließt, können wir es nutzen. Dann gibt es noch eine ganz interessante Technik. Passt auf, das ist eine Fünf-Phasen-Technik. Habt ihr schon mal was vom Naturrecht gehört? Okay. Nehmen wir ein Beispiel heute. Es ist eine Frage im Raum. Oder nehmen wir ein ganz anderes Beispiel. Mutter geht mit Kind zum Doktor. Doktor sagt, ups, Masern, Röteln, Spritze, Röteln. Oder nächste Woche. So. Wie findet jetzt die Mutti raus, ob sie die richtige Entscheidung trifft oder nicht? Es gibt einen Fünf-Stunden-Plan dafür. Erste Frage, die ich mir stelle, ist der sogenannte Realität, die Kreation. Nennen wir es den Zündfunken. Erzeugt diese Frage, die ich zu beantworten habe, in mir diese Entscheidung, Liebe oder Angst? Treffe ich die Entscheidung aus Liebe oder Angst? Wenn ihr irgendeine Entscheidung aus Angst trefft, lasst es sein. Erster Filter. Nur wenn diese Entscheidung aus Liebe zu etwas getroffen wird, kann es die richtige sein. Erster Filter. Zweiter Filter. Die Initiierung des Ausdrucks, nämlich geschieht diese Entscheidung aus Wissen oder Ignoranz? Habe ich mich vorher über den verwendeten Stoff informiert? Habe ich mir Literatur ein bisschen angelesen, dass beide Seiten darüber berichten, Nebenwirkungen und Co.? Habe ich die Packungsbeilage vielleicht verlangt? Basiert dabei die Entscheidung auf Wissen oder auf Ignoranz? Wenn ich jetzt schon Angst und Ignoranz habe, habe ich schon mal ein größeres Problem. Drittens. Interner Ausdruck. Der interne Ausdruck ist das, was hier entsteht. Das ist unser Bauchgefühl, unsere Intuition. Sagt sie uns, ich bin souverän mit dieser Entscheidung und fühle mich richtig gut, ja. Oder erzeugt es in mir etwas Unwohlsein, die Verwirrung. Wenn ich ein Unwohlsein in der Magengrube habe, habe ich noch ein Warnsignal mehr. Hört drauf. Angst, Ignoranz und Verwirrung in der Magengrube sind schon mal drei schlechte Ratgeber. Der vierte Ratgeber ist der externe Ausdruck. Der externe Ausdruck ist, wie manifestiert sich das im persönlichen, individuellen Ergebnis? Durch Freiheit oder Kontrolle? Zu was führt es? Freiheit oder Kontrolle? Und der letzte Ausdruck ist die Manifestation. Er schafft sie im Kollektiv, das Kollektiv, weil jede individuelle Entscheidung trifft auch ein Kollektiv. Er schafft es. Er schafft es. Ordnung oder Chaos? Worauf ist unser System aufgebaut? Entropie. Das heißt, fragt euch wirklich: Erstens, ist die Entscheidung aus Liebe oder aus Angst? Ist es aus Wissen oder Ignoranz? Erzeugt sie mir ein gutes oder ungutes Gefühl? Schafft es am Ende Freiheit oder Kontrolle? Und kollektiv eine Ordnung oder die Entropie? Mit diesen fünf Stufen hat man auch nochmal einen guten Check-up dafür, ob diese Entscheidung, die ich zu treffen habe, eine gute Entscheidung ist. Und jetzt frage ich nochmal: Gibt es ein Patentrezept, um ein Schöpfer zu werden? Nachdem was alles so heute, normal hätte man da einen 8-Wochen-Kurs draus machen müssen oder 8 Monate. Aber es war jetzt ein Kursprogramm. Gibt es ein Patentrezept? Gibt es das Hilfsmittel jetzt, um Schnupper zu werden? Habt ihr das Mittel, hat einer von euch? Ich auch nicht. Wo waren wir jetzt? Ja, warum nicht? Warum gibt es nicht das Patentrezept? Danke. Wir sind alle gleich. Nein. Deswegen, wenn einer schon fragt, ja, wie finde ich ihn jetzt zum Schöpferbewusstsein? Da kannst du nur sagen, wie du dazu gefunden hast oder auf deinem Weg bist. Aber du kannst ihm nicht sagen, was er zu tun hat.
Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Es ist ein individueller, subjektiver Prozess von jedem Einzelnen. Was ich euch sagen kann, ist, welche Hilfsmittel es gibt, okay? Und dann müsst ihr für euch ausfinden und kombinieren. Oder in Kombination von 3, 4, 5, 2, was auch immer, anwenden. Also, individuelle Wege. Erstens, ein vollkommenes Gottesvertrauen in deine göttliche Führung. Wer die bedingungslose Liebe einmal durch sich gespürt hat, der weiß, was ich meine. Einbinden. Überzeugung an die 97%. Das Einbeziehen der geistigen Welt eurer Geistführer und spirituellen Helfer. Wisst ihr, dass ihr alle jemanden an eurer Seite habt, rund um die Uhr, auch heute Abend? Ihr habt einen Geistführer. Jeder von uns. Er ist permanent an unserer Seite. Mal das Privileg, meinen zu sehen und auch seinen Namen zu erfahren. Das kann aber jeder von euch. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das können wir alle. Hilfe. Bittet einfach um Hilfe. Bittet um Geistführung durch euren Geistführer und durch alle Helferlein um euch herum. Christus, Christus Elementarwesen, Engel, Helferlein ohne Ende. Meditation. Das ist ja auch nicht jedermanns Weg. Muss man einfach so sagen. Es ist nur eine Möglichkeit. Meditation war aber auch das, was wir eben schon gemacht haben. 30 Sekunden, im Grunde genommen eine kleine. Ihr könnt auch euren Geist konzentrieren, während ihr spielt. Ja, das spielt keine Rolle. Ihr müsst da nicht im Sarong irgendwo im Schneidersitz unbedingt sitzen, wie man sich das so vorstellt. Viertens, Gebete. Wer bittet, dem wird gebeten. Gegeben. Fast gleich. Wer es will, Pranayama immer vorher machen. Wer kennt es nicht? Oder wer kennt es? Pranayama, durch die Nase ein, durch den Mund ausatmen. Ich stelle mir dabei immer vor, wie ich während dem Einatmen eine Energie aus dem Wurzelchakra Richtung Kronenchakra bringe. Und bei jedem Einatmen steigt sie höher. Und irgendwann geht es hier oben. Und beim Ausatmen kurz innehalten und das Negative, das von euch Besitz ergriffen hat oder euch anhaftet. Ich habe da mal eine Begegnung, die nicht so schön war. Negative Schwingung, negative Worte haften an euch. Es ist so. Geht nach Hause, weg damit. Alles, was nicht zu mir gehört, darf jetzt in Liebe gehen. Das sagen unsere Kinder vom Schlafengehen immer. Alles, was nicht zu mir gehört, lasse ich in Liebe gehen. Und alles, was zu mir gehört, hole ich in Liebe zurück. Atemtechnik. Auch wenn ihr mal streitet oder euch ärgert. Mal kurz atmen. Atmen, atmen, atmen. Ja, es hilft wirklich immer ein Stück weit. Ja? Sechstens. Wer gern liest, Literatur, Bücher. Und wie gesagt, Achtung vor dieser New Age-Literatur. Vorsicht. Der geübte Spirituelle erkennt die Wahrheit und nicht in den Büchern. Anderen fällt es etwas schwerer der Neues. Okay? Lest alte Evangelien, alte Apokryphe, Book of John, Pistis. Ja, es gibt geile Werke, wo wunderbare Botschaften drin sind, für den da mehr auf Wissen und Weisheit steht. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ja? Oder lest mal Zarathustra. Ich finde es geil. Der andere sagt, lass mir die Finger weg. Ja? Bleib mir weg. Achtens. Videos, YouTube-Kanäle. Es gibt heute tolle Aufklärungskanäle, wirklich. Es gibt tolle Kanäle, die euch helfen können, auf eurem Prozess euch zu begleiten. Ja, und schaut es euch an. Ich gebe euch gleich ein paar Tipps noch dazu. Neuntens, erkenne dich, dann kennst du das All. Es geht immer darum, sich selbst zu erkennen, in jedem Moment. Wer bin ich? Zehntens, schamanische Rituale. Ja, warum nicht? Es gibt tolle Möglichkeiten, schamanische Rituale zu machen. Jede Art. Jede Kultur hat ihre besonderen schamanischen Rituale, auch hier in Südamerika. Wunderbar. Elftens, macht mal eine Palmblattlesung. Warum nicht? Im Kloster Bali oder in Indien. Ich habe Adressen dafür, da könnt ihr dann euch das buchen und ihr bekommt dann persönlich die Sitzung live mit dem Brahmanen in Indien. Hört es mal an. Die erzählen euch ein bisschen was über euren Seelenplan. Dann könnt ihr mal ein Check-up machen, wo ihr steht. Ja? Ja. Oder, Ja? Oder, ja, da geht noch was. Channelings. Bucht mal richtig guten Medium, mal ein Channeling. Richtig gut, sage ich. Es gibt natürlich so und so.
es gute Maurer und schlechte Maurer gibt. Gar keine Frage. Wenn ihr einen Kontakt zu einem Guten haben wollt, sprecht mich an. 13. In die Natur gehen. Ganz simpel. Das heißt aber auch, das reicht schon, wenn ich morgens barfuß über meinen Rasen laufe, um dann negative Elektronen aufzusaugen, mich zu erden. Und einfach mal dem Baum, der da steht, Danke zu sagen, dass du da bist und so schön wächst. Immer Dankbarkeit. Wieder gewahr werden, auch den kleinen Dingen. 14. Tägliche Dankbarkeit zu den kleinen Dingen. Genau das. 15. Ho'oponopono. Vergebungs-, Verzeihungsrituale. Liebe schicken. 16. Karmische Reise antreten. Pilger. Der Burkhard. Robert und Maike waren ja jetzt gerade in Bali. Viele wissen es und haben da bei den Schamanen tolle Sachen gemacht. Ich finde das klasse. Genial. Wer die Zeit hat, wir haben zwar keine Kinder, bei uns geht es jetzt nicht. Wenn wir größer sind oder wenn die größer sind, ich bin schon größer. Ja, wer weiß. Ja, oder der Witz am Rande, Hans-Peters Bücher lesen. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. So. Unsere Kinder in diesen Dingen zu integrieren und mitzunehmen, das ist wichtig. Wer noch kleinere Kinder hat oder Mittelalter, nehmt sie mit auf eure Reise. Integriert sie vollends. Ja? Wenn ihr da eine Meditation oder eine Pranayama macht, nehmt sie mit. Ja? Und wenn sie nur zugucken, ja? Die lernen ganz schnell. Und die machen es uns nach. Ja? Ich habe noch ein paar Videotipps für euch mal auf meinem Kanal speziell. Wenn ihr euch Video 194 anschaut, das ist die Botschaft September, die ist relativ neu von letzter Woche, die Septemberbotschaft 23, da geht es um Liebe. Was ist Liebe? Wir können das aus wissenschaftlicher Sicht betrachten, aus spiritueller Sicht, das ist interessant. Ich habe ein paar Zusammenfassungen gemacht. Dann zum Beispiel das Video 190. Da habe ich mit einem Medium aus Wien, das sehr, sehr bekannt ist und unfassbar gut, ein Kollektiv-Channeling gemacht. Ja, wird gechannelt live praktisch im Kanal, ungeschnitten. Und wir haben das veröffentlicht. Es war unfassbar schön. Da sind auch ein paar Botschaften drin, was uns erwartet in der nächsten Zukunft, die Menschheit. 188, das ist meine Augustbotschaft, da geht es um Dualität. Da spreche ich über Licht und Finsternis. Was ist es nicht? Was sind Egregoren? Was sind die Geister, die ich selbst rief? Wie können wir das definieren und wie erschaffen wir sie? Ja, die kommt, meine ich aber jetzt. Ja, dann haben wir zum Beispiel hier, das brauchen wir nicht. Ja, dann habe ich ein Video gemacht zusammen mit dem Gründer von MyPalmLeaf, eines der größten Plattformen Europas für Palmblattlesungen in Indien, mit dem Stefan. Was ist dein Seelenplan? War ein interessantes Interview mit ihm. Könnt ihr euch mal anschauen. Oder das Gleiche habe ich gemacht mit Dr. Monika Häsler-Pasta aus Wien. Finde deinen Seelenplan, Video 166. Da geht es darum, dass sie darüber spricht, wie findet jeder individuell seinen Seelenplan. Da findet ihr noch vielleicht ein paar mehr Ausführungen oder interessante Anreize für euch persönlich. Ja? Oder wer auch Lust hat, es gibt ein Video, das ich produziert habe, das ist das Video 175. Und zwar habe ich eine Meditation gemacht, eine Meditation, ein Video gemacht über eine Meditation, und die nenne ich die 13 Tore zum Königreich. Das erste Tor habt ihr heute schon erkannt oder gekannt oder kennenlernen dürfen, das war die Vergebung. Es gibt noch 12 weitere zu den 13 Toren. Und das ist eine Meditation, die geht so 45 Minuten, die könnt ihr machen. Und es ist eine Reise, eine Zeitreise ist es durch Portale, wo euch Botschaften gebracht werden. Aber es ist nicht nur eine Meditation, es ist gleichzeitig eine Manifestation. Das war der Trick, den ich dabei anwenden wollte. Und hinterlegt ist das Ganze mit 120,22 Hertz, nämlich der Energie unserer Sonne, die alles durchströmt. Die Leute wissen das nicht. Und am Ende der Meditation habe ich zum Beispiel den Akt, wo du einen persönlichen Zettel übergeben bekommst. Und dieser Zettel, den nimmst du auf deiner Reise mit ins Hier und Jetzt zurück und öffnest ihn dann vor deinem geistigen Auge und schaust mal, ob du was siehst und erkennst. Und tatsächlich, wir haben 126,2 Hertz drin. Ich habe die Sonne als Symbol hinterlegt. In der Meditation sieht man auch nicht, zwar als Video. Und viele Menschen sagen, sie sehen eine ganz strahlende Sonne auf einmal. Ganz viele Kommentare. Sie wussten aber nicht, dass genau diese Frequenz drunter liegt. Also wir spüren es, wir nehmen es wahr, ja, und haben eine große Herzöffnung gehabt. So, mein Freund Markus, das ist auch geil, von dem berichte ich ganz kurz. Mein Freund Markus aus Deutschland, der ist auf Pilgerreise gegangen
Und zwar hat er sich an viele Vorleben erinnert und weiß sehr viel und spirituell sehr, sehr hochschwingend. Und er hat alte Orte besucht mit seinem Wohnmobil, wo er Heilung hineinbringt und alte karmische Verstrickungen auflöst. Und er erlebt dort unfassbare Sachen. Er hat unfassbare Sachen erlebt. Und nur als Tipp, ich werde in nächste Woche mit ihm ein Interview machen auf YouTube. Und wir werden es veröffentlichen über seine Erlebnisse, die er auf seiner Reise hatte, hochspirituell. Es ist unfassbar, was da passiert ist im irdischen Bereich dadurch. Und er wird von dieser Reise berichten. Und diesen Reisebericht, den schenkt er uns als kleines Geschenk und den werde ich dann veröffentlichen. Weitere Kanäle, ich finde persönlich immer Matthias Langwasser sehr gut. Der hat sehr schöne Botschaften. Dieter Broers, wenn es um das Wissenschaftliche geht, aber auch Wissenschaft kombiniert mit geistiger Welt. Wir haben den Kanal Die Zuversicht, wenn es um Geschichtsfälschung geht. Zensur, nein, danke, ist sehr gut. Hulda Offenbauer ist eher im Bereich Bibelforschung. Katharine Turner ist sehr umfangreich unterwegs. Kai Brenner ist auch sehr gut in Historienforschung in Deutschland. Dann natürlich, wenn es um Weiblichkeit geht und Schöpferkraft, auch Alicia Kosumitra aus Guatemala. Tolle Frau. Und ja, als Freundes habe ich mich darauf genommen, Peter Freier von Liechtenstein, weil ich ja auch einen eigenen Kanal habe. Da könnt ihr auch mal regelmäßig draufschauen. Und ja, dann nochmal kurz, das sind die Bücher, die ich geschrieben habe über Geschichte und über die Glaubensgeschichten. Glaubenssachen. Und wer mehr Interesse hat, in dem Bereich Geschichte unterwegs zu sein, dem empfehle ich Gefängnis Planet Erde. Hat auch gerade letzte Woche Bodo Schiffmann empfohlen, er hat es gerade durchgelesen. Und da geht es wirklich darum, dass Geschichtliche, diese historischen Fälschungen nochmal neu zu beleuchten. Wo kommen wir her? Wer sind wir? Wer sind die Anunnaki und all diese Geschichten der alten sumerischen Keilschriften aus heutiger Sicht neu beleuchtet. Und ansonsten mein letztes Werk. Die Jesusbrüder ist auch sehr spannend. Da wir sind halt vor allen Dingen, unabhängig von der Geschichte, sehr viele Botschaften drin. Wissen und Weisheit aus alten Schriften verpackt. Und da kann man sehr viel rauslesen für den, der gern zwischen den Zeilen liest. Ihr Lieben, wir sind durch. Ich habe mich auf jeden Fall bei euch von Herzen zu bedanken für euer zahlreiches Erscheinen heute Abend bei dem schönen Wetter. Und hat gesegnet, hat gelichtet. Vielen, vielen herzlichen Dank und ich denke, wir werden eine schöne gemeinsame Zukunft hier noch erleben. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ich sage es aber noch mal, ich kann es wirklich nur alles anreißen. Es ist so ein komplexes Thema, da könnte man wirklich einen Kurs draus machen von 8 Monaten und wäre immer noch nicht zu Ende, rein hypothetisch, ich könnte praktische Übungen machen, begleitende Kurse. Es ist jetzt einfach nur so ein Kick gewesen, ein Anreiz nochmal, so ein bisschen ein paar Dinge zusammenzufassen. Und ich bin fest überzeugt, sagt mir, wenn es nicht so ist, dass mit Sicherheit für den fast jeden von euch mindestens ein Punkt dabei war, mit dem er vielleicht in Resonanz geht und sagt, das ist so ein Punkt, den kann ich mir vorstellen, da möchte ich nochmal reingehen oder tiefer forschen, tiefer graben, an mir was machen oder mit meinem Partner daran arbeiten. Und dann hat sich alles schon gelohnt und dann war der Abend wunderschön. Und wenn nur einer heute Abend rausgeht, der sagt, ich habe was für mich an Erkenntnissen neu gewonnen, dann bin ich schon zutiefst von aus tiefstem Herzen dankbar euch allen gegenüber. Keine Frage.